Weiter geht's bei Mannerlords in Nerdbrand hier in einem kleinen Regen und dem Update 975. Und ich möchte in diesem Update gerne mal besonderen Wert darauf legen, wie der Handel hier funktioniert. Also, wie stelle ich mir das Ganze vor und wie geht's mit dem Let's Play überhaupt grundsätzlich weiter? So, das müssen wir jetzt einmal klären, denn wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns tatsächlich. Also nicht so, dass wir hier aufhören, denn ich will tatsächlich ja auch das offizielle Ende erreichen und das sind noch diese vier Gebiete hier einnehmen. So, dazu werden wir zwei Dinge in Zukunft machen. Punkt Nummer eins, wir werden als nächstes uns Selbitz holen und seine Reiche hier in zwei Teile spalten. Das ist Punkt Nummer eins. Dann werden wir, wenn wir Selbitz haben, ein Handelsnetzwerk aufbauen, um uns mehr mit Waren zu versorgen. Und dieses Handelsnetzwerk soll tatsächlich wie folgt aussehen. Und deswegen zoomen wir jetzt mal ein bisschen raus und werden mal gucken, dass wir in den jeweiligen Städten Nerdau, Nerdheim, Nerdbrand und Nördlingen jeweils spezialisierte Nahrungsproduktionen bringen und das dann verteilen. Also, was meine ich damit? Ich möchte gerne auch in Zukunft in Nerdheim und in Nördlingen vielleicht sogar noch mehr Lieferanten und Handelsposten bauen und wirklich ein eigenes internes Handelsnetzwerk aufbauen. Wir sehen hier zum Beispiel, hier wird Tier produziert. Wir haben in Nerdheim und in Nördau produzieren wir jetzt sehr viel Brot. Deswegen will ich in Zukunft in Nerdbrand beispielsweise und eigentlich überhaupt gar kein Brot produzieren, weil wir sehen, wir haben hier einen Fokus auf die Tiere. Ja, das heißt, wir können hier sehr gut Fleisch produzieren, ähnlich wie wir das in Nördlingen auch machen. Das heißt, aus Nördlingen und Nerdbrand wird in Zukunft das Fleisch kommen, was in Nerdheim und Nerdau benötigt wird. In Nördlingen werden wir uns mit den paar Sachen, die hier sind, auf eine Minimum-Brotproduktion konzentrieren und das Brot in Nerdheim und Nerdau in Zukunft produzieren und nach Nerdbrand und Selbitz, in dem Fall Nerdbits oder Nerdbits, werden wir das dann, wenn es dann uns gehört und umbenannt wurde, nach Nerdbits da oben hinbringen. So, das ist der Punkt. Und dann möchte ich, und das ist mir auch nochmal wichtig, um vor allen Dingen auch für uns alle die Spielmechaniken dieses Spiels klar zu machen und einfach mal zu gucken, ob das funktioniert. Denn ich habe sehr oft in den Kommentaren gelesen, dass das bei euch nicht funktioniert. Deswegen möchte ich das gerne als Ziel hier gemeinsam einmal für mich aufbringen und vor allen Dingen auch vielleicht für den Entwickler, dass hier in Nerdbits, und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die ganze Chose und gucken uns mal nicht die Armee an, sondern die Gerstenfruchtbarkeit. So, das heißt, wir haben hier eine extrem hohe Gersten- und Roggenfruchtbarkeit. Das heißt, Roggen ist klar, aber ich möchte hier vor allen Dingen Gerste entsprechend produzieren. Meinetwegen können wir das auch schon in Malz umwandeln, aber das macht keinen Sinn. Die Produktionsketten existieren bereits und das werden wir dann massiv exportieren in die Richtung da hinten, um da wiederum die Sachen zu importieren. Das heißt, ne, wie ich das gesagt habe, das heißt, wir machen hier quasi die Gerste, die wird dann exportiert da hinten hin, was wiederum dazu führt, dass wir das dort nicht brauchen und dann das Brot beispielsweise hierhin exportieren. Und das Ganze stelle ich mir so vor, dass wir auch irgendwann in Richtung der über 1000 Einwohner in unserem Land kommen. Also Nördlingen, Nerdheim und ich möchte also insgesamt auch, das ist mein Ziel, die 1000 Einwohner hier erreichen. Also nicht in einer Stadt, sondern schon verteilt. Und das gemeinsam mit dem Ziel, dass wir die Ländereien hier uns erobern. So ist grundsätzlich der Ablauf in Zukunft. Und dazu müssen wir, wie gesagt, eine ganze Menge noch machen. Wir müssen jetzt in Nerdbrand weiterbauen. Wir müssen in Nerdau weiterbauen. Nerdheim und in Nördlingen, das werden wir in dieser Folge wahrscheinlich eher weniger uns angucken. Das passt ja eigentlich alles, ne? Also wir haben jetzt hier die Leute aus den Leichengruben rausgenommen. Hier haben wir einen im Kohlemeiler drin. Da könnten wir nochmal einen zweiten reinpacken oder wir lassen mal nur einen drin, denn wir haben ja hier genug Leute. Und in der Summe passt das aber eigentlich alles.
So, ich möchte auch gerne eine Standardkontrolle in den Städten jetzt mal für mich einführen. Zeige ich euch gleich, was ich da mit meinem Bauernhaus. Das sieht eigentlich alles gut aus. Holzfäller, Brennholzhütte. Wir sind bei 20 und 24 Monaten. Der hat nichts. Das ist die Sägegrube. Da sind wir auf 240. Das passt. Ansonsten, die Hofstätten sehen auch noch gut aus. Die sind alle in Trauer. Das wird auch wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir hier noch die ein oder anderen Hofstätten ausbauen. Aber haben wir noch irgendwo eine Hofstätte, die wir einen zusätzlichen Wohngebäude ausstatten können? Glaub eher nicht, ne? Die machen keinen Sinn, das sind Produktionsstätten. Ach doch, da gibt es noch eine. Genau. So, das können wir tatsächlich machen. Nein, das war der falsche Knopf. Da können wir auf jeden... Ne, das haben wir auch schon... Okay, mehr gibt es tatsächlich nicht. Ah ja, spannend, spannend. Ich würde nämlich gerne hier noch zwei Häuser bauen. Und dann sind wir hier eigentlich, was Wohnraum angeht, auch ganz gut mit dabei. Und dann wären wir bei... Ja, Gemüse können wir hier ein bisschen optimieren. Wir gucken mal, was wir hier reinkriegen an Häusern. Einmal dahin. So. Das ist natürlich eine ganze Menge. So viel will ich aber eigentlich nicht haben. 3 oder 2? Obwohl ich glaube, 3 sieht noch ein bisschen besser aus, ne? Das machen wir. So, als Abrundung quasi hier hinten in dem Bereich. An der Taverne dran. Da sind, was? 72 Bier drin, ne? Ah, okay. Verstanden. Okay. Jetzt sollten wir mal in den Städten auf gesamter Lagerbestand gehen. Okay, das ist Nördlingen. Wir können hier eigentlich ruhig weitermachen. Jetzt haben wir hier Gerste bekommen. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 184 kleine Schilde. Warum haben wir denn so viele? Da sind so viele drin. Wo liegen die denn alle? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Die sind hier, glaube ich, ne? Also wir können eigentlich die Produktion hier echt mal pausieren. Die liegen alle hier drin. Nee, da liegen 200 Holz drin. Wow. Okay. Ja, soll er mal durchproduzieren? Der hat sich das Lager echt voll gestopft. Oh. Alter Falter, ey. Meine Güte. So, das große Lagerhaus. Aber wo sind die ganzen Schilde? Da ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Die liegen ja alle so ein bisschen verstreut, ne? 76 und die restlichen sind irgendwo. Okay, gut. Also die Produktion werden wir erstmal stoppen. Und hier hatten wir, glaube ich, auch... Da können wir mal eine Familie mehr reinpacken. Jetzt gehen wir hier nochmal den Handel durch. Steinbretter, Dachziegel, Export, Dachziegel. Wie sieht es mit der Produktion aus? Wir sind bei... Wo haben wir das? 154. Wie viel Leben haben wir? 69. Ah, easy. Okay, alles klar. Ah, der kann auch ausgebaut werden. Zack, den können wir auch nochmal erweitern. Eine Hofstätte. Was produziert die? Ist das eine allgemeine? Ah, die können wir trotzdem erweitern. So, Melzerei läuft. Brennofen. Produziert Eisen. Wie viel Eisen haben wir hier noch? Null. Aber es wird produziert, ne? Nee, nicht wirklich. Haben wir hier kein Eisen mehr? Haben wir das Eisen hier leer gemacht?
Tatsache. Und schön. Das Ding ist leer. Tja, das haben wir irgendwo übersehen. Uncool. Dann müssen wir tatsächlich hier die Person rausziehen. Dann können wir... Tja. Ja, das ist jetzt unschön. Tatsächlich, weil wir Eisen brauchen. Okay, dann müssen wir da eine Handelsroute einrichten. Dass wir bitte... So, jetzt gucken wir mal. Jetzt werden wir hier bitte einmal Bierexport... Ah, wir haben das hier auch exportiert. Ja, aber nur intern. Alles über 60. Aber wir haben ja nichts im Lager, von daher passt das schon. Aber ich würde mal sagen, das lassen wir nochmal, das lassen wir nochmal drin. Sobald wir was im Lager haben, über 60 wird das ja exportiert. So, Import Gerste ist okay. Das ist okay. Da ist erstmal nichts. Das Netz machen wir später. Eisenerz bitte nicht von dort. Import, bis wir, ja, ich würde sagen, Zähne haben. Export von Bier nicht an Außenstehende. Und Schilde hatten wir auch exportiert. Hier können wir allerdings ausländischen Handel zulassen. Und auf Export gehen. Ja. Gut. Dann war das richtig eingestellt. Und dann haben wir in Nördlingen, denke ich mal, die Optimierung ganz gut hingekriegt. Da haben wir noch 1300 Eisenerz. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal hingehen. Und jetzt hier in Nördheim auch ein bisschen was machen. Und ich will tatsächlich auch in der Pause bleiben, weil ansonsten in unserer neuen Stadt es dort zu Problemen kommt. Ja, entschuldigt bitte, dass wir jetzt sehr viel in der Pause verbringen werden in dieser Folge. Aber wir sind im Herrenhaus falsch. Wir müssen einmal dort in den Handelsposten rein. Und wir wollen jetzt Bretterexport. Wir haben hier 800 Bretter. Ja, okay. Das können wir weiterhin exportieren. Wir haben 2,8 auf dem Konto. Gerste wird eingekauft. Export Brot nach extern. Mindestlagerbestand 400. Okay, dann gehen wir mal auf 200 runter. Wir haben 1000 Gemüse. Wow. Okay. Vielleicht sollten wir ein bisschen Gemüse verkaufen und nur 35 Fleisch. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich auch Gemüse exportieren. Aber Brot, der Handel wird momentan nicht stattfinden, weil wir davon zu wenig haben. Die Ernte war, ich fand die Ernte war auch schlecht, aber okay, gut, das ist noch ein anderes Thema. Wir können tatsächlich Gemüse, ja, das kostet 50. Ja, lass mal nochmal bleiben. So, dann haben wir hier nichts. Ich will kein Handel Eisenerz, das ist okay. Das bleibt auch so. Import Bier, lokal, das wird momentan nicht stattfinden. Aber was wir machen müssen ist, Eisenerz bitte... auf Export, bitte nicht extern, sondern nur lokal. Und das kann gewünschter Überschuss, das kann hier ruhig auf 0 runter. Ja. Okay, gut. Dann wird das zumindest schon exportiert. So, das ist dieses. Dann werden wir mal gucken, ob das wirklich Sinn macht, dass wir jetzt hier so viel in die Sägegrube packen. Wo liegt denn überhaupt das Holz? Das ist echt alles hier drin? Ja, unser Speicher ist auch bald voll hier. Wir müssen wirklich mal bald einen neuen Speicher bauen. Beziehungsweise wir haben einen Speicher, ne? Wir haben hier vorne irgendwo einen Speicher gebaut. Hatten wir nicht hier einen Speicher gebaut, wo das Mehl oder so drin war? Das, nee, wir hatten nur ein Lagerhaus gebaut. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber da ist spannenderweise, obwohl wir hier relativ viel verboten haben, knallen die das da einfach weiter mit rein. Aber hey, okay, sei es drum. Das Ding ist fast voll. Wir müssen hier echt ein Lagerhaus bauen. Da ist noch ein Lagerhaus. Also wir hatten doch hier irgendwo
Das ist ein Lagerhaus. Wir hatten doch irgendwo einen hatten wir nicht irgendwo so ein Weizenlagerhaus? Nee, haben wir nicht gemacht. Dann bauen wir tatsächlich hier hinten. Haben wir nicht, ne? Krass. Ja gut, dann ist das so. Wir haben ja noch 4 Leute frei. Dann bauen wir hier. Wo beim Herrenhaus finde ich das unschön. Wir können das am besten hier irgendwo bauen, in die Ecke. Dann gibt es da einen direkten Weg. Ja, wir sollten noch ein weiteres, noch einen weiteren Speicher bauen. Zack, die Sachen dafür haben wir. Dass wir uns dort ein bisschen weiter vergnügen. So, haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, Häuser abzudaten? Ich glaube nicht, ne? Wir haben aber auch noch 4 Familien übrig, also von daher sollte das nicht das Problem sein. So, dann checken wir mal die Sägegrube, da ist einer drin, Holzfäller sind sogar 2 drin. Das sollte passen und hier im Lagerhaus ist eigentlich auch genug drin. Ich würde, haben wir das begrenzt hier? Ja, das ist nur für Brennholz. Das ist aber mittlerweile alles drin, ne? Ach komm, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Wenn da jetzt so schon alles reingequetscht wurde, dann werden wir jetzt mal, dann werden wir es auch mal alles erlauben hier. Dann machen wir jetzt auch offiziell alles an und dann ist gut. So, okay. Also, nächstes Thema. Das ist diese Produktion. Da müssen wir einmal hier hinten gucken. Die Färberei ist out of order. Wir haben ein bisschen Gerste bekommen. Dann müssen wir einmal da schauen. Wir haben nämlich auch hier... Oh, wir haben tatsächlich hier gar kein Bier. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier gar kein Bier, aber wir haben Schuhe. Also wir haben hier tatsächlich, gar kein Bier. Na gut, tja, kein Bier vor 4. So wie es halt ist. So, Schafzucht läuft. Lagerhaus läuft. Ich habe gesagt Pause. Das läuft, Weberei läuft. Aber wir haben Färbemittel, Farbstoffe nicht mehr. Beeren. Wir schmeißen mal hier die Farbstoffproduktion an. Mit einer Person. So. Okay, also, dann haben wir hier, denke ich mal, auch soweit alles. Heute haben wir keine mehr. Leder haben wir hier noch. Und ich würde mal sagen, das passt hier eigentlich alles. Genau. Wir haben minus 3 Eier auf Lager. Ja, keine Ahnung, wie soll man zu minus 3 Eiern kommt. Aber wir haben minus 3 Eier auf Lager. So looks out. Gut, also, das haben wir auch. Da denke ich mal, können wir Nördheim auch verlassen. Wir haben 1,6. Okay, das ist ein bisschen mehr Gemüse. Das wird gerade rumtransportiert. Das ist kein Problem. Brennofen brauchen wir hier nicht. Gemeinschaftsofen läuft. Der produziert hier Brot. Speicher und Co. passt auch. Gut, also Nördheim abgeschlossen. Dann gehen wir nach Nerdau. Tja, hier müssen wir auf jeden Fall ein paar Aufträge erteilen. Das Dörfchen ist ja auch nicht allzu groß. Beziehungsweise, wartet mal, ich wollte hier nochmal checken, wie es hier läuft. Im Bauernhaus haben wir jetzt ja einen Viehbestand, Lenny und Finn. Und hier haben wir den Ozean. Wir könnten hier noch ein Ochsen theoretisch mehr reinpacken. Wir packen hier nochmal einen mehr rein, dass das da ein bisschen schneller geht. Dann müssen wir möglicherweise einfach noch einen weiteren Ochsen uns hier besorgen. So, wupp. Order zur Anschaffung von Vieh platziert. Top. So, dann besorgen wir uns noch einen weiteren Ochsen. Und dann gucken wir da auch nochmal. Ich glaube, hier hatten wir... Ich weiß gar nicht, wie viel Vieh hatten wir hier drin? Gar keinen. Das ist natürlich unschön. So, bupp, ein Vieh. Hatten wir das hier überhaupt gebaut? Ja. Hatten wir. Und auch dort. Dort gibt es 2. Alles klar. Und dann gehen wir auch hier hin. Und gucken mal, dass wir uns noch einen weiteren Ochsen besorgen. Na? Da. Gut. Also. Das haben wir. Dann sind wir da soweit durch.
Und dann müssen wir uns jetzt einmal um Nerdau kümmern. Tja, in Nerdau, das Lager ist voll. Wo? In Nördbrand. Ja, okay, das ist klar. Das haben wir noch nicht, da sind wir noch nicht so weit. Ich möchte aber gerne in... Also hier weitermachen und vor allen Dingen würde ich gerne einmal ein Stückchen Straße abreißen. Und dazu muss ich jetzt, müssen wir tatsächlich mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das Spiel irgendwie veräppeln können. Ich würde nämlich gerne das Stückchen Straße hier abreißen. Er lässt sich nicht veräppeln. Er speichert sich diese Straße echt ganz stumpf so ein. Nun denn, einmal dahin. So. Und dann wollte ich tatsächlich gucken, ob wir eventuell den... Können wir den noch verändern? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können zumindest gucken. Dass wir einmal dahin gehen und einmal dahin. So. Und dann würde ich gerne hier möglichst da lang gehen, dass wir hier hinten die Möglichkeit haben, dann mehr zu bauen. Und im schlimmsten Fall, wenn der Marktplatz nicht reicht, dann bauen wir da noch was hin. Aber, ja, ich weiß nicht, diese Bäume hier finde ich ganz cool. Was ich hier gerne hinbauen würde, das ist durchaus dieser Schrein. Den finde ich hier auf der Ecke ganz cool. Da wird ja unsere Stadt sich auch noch erweitern. Und dann werden wir das hier im Prinzip ähnlich machen, wie wir das da hinten gemacht haben. Hier bauen wir uns die Lehmstraßen hin. So. Dann einmal darüber noch. Und einmal dadurch. So, gut. Sieht das so aus, als wenn die hier wirklich mal durch diesen Schrein dann kreuz und quer gelaufen sind. Sehr schön. Also, jetzt haben wir die Ecke und jetzt müssen wir überlegen, haben wir hier soweit alles gemacht? Stufe 1, wir können hier, wir haben da Wohnraum, den wir erweitern können. Das würde ich sagen, das machen wir erstmal. So. Das können wir erstmal machen. Okay, dann das nächste Thema. Wir müssen hier auf jeden Fall anfangen, eine Sägegrube zu bauen und hier ein bisschen Holz zu produzieren. Ich würde nämlich gerne auch im Handelsposten anfangen, hier Geld zu verdienen in Nördau. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall Handel. Wir brauchen hier Leute drin. Und ich würde gerne dann für 12 Bub die noch investieren, dass wir die Bretter exportieren auf 0 runter. Beziehungsweise wir sind jetzt bei 0 und haben hier 20. Da können wir erstmal am Anfang durchaus auf 0 gehen und gucken, dass wir hier jetzt Bretter produzieren. Wobei ich mich tatsächlich frage... Ach nee, das nächste Update braucht ja erst Bretter, ne? Ich glaube, eine Sägegrube haben wir hier tatsächlich noch nicht. Das ist das Lagerhaus. Das ist ein Forsthaus. Nee, haben wir nicht. Das ist die Brennholzhütte. Genau. Können wir an die Stelle eine Sägegrube bauen und dann hier anfangen, Geld zu verdienen. Zack. Okay, gut. Dann sind wir in Nördau auch fertig. Die können wir erstmal alleine lassen. Und dann geht es weiter jetzt in Nördheim. Und dann gucken wir mal, dass wir hier alles machen, was sie brauchen. Die haben hier das Lagerhaus. Da ist nichts drin, ne? Müssen wir mal 2 Familien reinpacken. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir alle Sachen, die wir hier so finden, ins Lagerhaus packen. Das ist erstmal am wichtigsten. So, dann haben wir hier den Jäger. Da muss einer rein. Irgendwie hat er hier gerade einen Fehler. Moment, ich bin doch nicht in Nördheim. Ich bin doch jetzt hier in Nördbrand. Ich wollte schon sagen. Genau, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt aber... So. Und dann lassen wir dort im Jägerlager einen jagen, damit es dort ein bisschen was zu essen gibt. So, das haben wir auch. Dann brauchen wir Holz. Wir haben, glaube ich, noch kein Feuerholz. Genau, kein Verbrauch. Dann bauen wir hier bitte Holz. Zack. Das kommt erstmal in die Richtung. Denn wir wollen ja eigentlich auch hier vorne ab,
abholzen. Und dann können wir eigentlich schon ein bisschen schneller machen in Nördbrand. Und während die hier bauen, in Nördbrand, gucken wir uns mal unsere Armee an. Die sind alle voll. Oh, wir brauchen Bogenschützen in Nördheim. Ansonsten sieht's gut aus. In Nördbrand ist es klar. Ja, das weiß ich. Wir sind ja erstmal dabei, unsere Sachen zu sichern. Jetzt regnet zum Beispiel. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir erstmal alles sichern, bevor das hier schlecht wird. Das wäre natürlich nicht gut. So, aber jetzt müssen wir tatsächlich mal schauen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal ganz kurz gucken, das habe ich vergessen, dass wir unsere Armeen wieder aufbauen. Wir brauchen Waffenproduktion in Nördlingen. So, wenn ich das richtig sehe, haben wir die Produktion oder den Export von Eisen. Ja, wir müssen da natürlich auch jemanden reinpacken. So. Also Nördheim exportiert, Nördlingen importiert. Wir checken das sicherheitshalber nochmal. Bam, 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 bam. Eisenerz Import, das ist aus. Auf 10, check. Nördheim Export Eisenerz ohne Händler, check. Gut, haben wir. Also, das passt. Und dann ist die Produktion hier im Brennofen läuft. Das ist, nee, ich brauche den Rennofen, nicht den Brennofen. Wo ist er? Das ist die Gerberei. Der Rennofen, da können wir mal einen rausziehen. Das macht keinen Sinn. Wir haben eh gerade kein Eisenerz. Okay, sehr schön. Also, das läuft auch. Dann haben wir hier eine Familie mehr. Das können wir dann durchaus mal... Können wir durchaus dann dort reinpacken. Okay, alles klar. Gut, also das haben wir. Der Rennofen läuft auch. Und dann können wir bei dem Schuster... Bleib bei deinen Leisten. Was produzierst du? Schuster halt. So, Brauerei läuft. Tischlerei haben wir gestoppt, da haben wir genug von. Und dann müssen wir einmal die Waffenproduktion finden. Ich glaube, die war... Wo war die? Bedürfnisse? Die haben Bedürfnisse? Wer hat euch davon erzählt? Wer hat euch von Bedürfnissen erzählt? Unglaublich. So, wo war die Schmiede? Da. Die ist an. Die arbeitet auch. Die muss halt einfach nur Material kriegen. Okay, gut. Letzter kurzer Blick. Windmill läuft. Das ist das Steueramt. Das ist er. Ein Haus. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wo der Bäcker war. Ich muss sagen, die Verwaltung der Städte ist mittlerweile tatsächlich... Also, wenn ich mir überlege, dass das im Mittelalter auch so war, ne? Hammermäßig. So, also hierhin, Nördheim. Hier müssen wir die Bogenproduktion starten. Das haben wir tatsächlich übersehen, als wir hier angefangen haben. Aber ich denke, wir können schon mal weitermachen. Tischlerei ist deaktiviert. Ja, da sind wir soweit auch noch dabei. Genau. Das passt noch. Da haben wir noch ein bisschen Reserven. Schusterwerkstatt ist okay. Brauerei ist aktiviert. Auch okay. Schmiede. Die haben kein Bier. Ja, doof. Wir sind immer noch bei 66%. Tischlerei. Schmiede wollte ich doch. Nee, Bognerwerkstatt. So. Dich aktivieren wir bitte. Dann haben wir 700 Holz hier. Boah. Wir machen mal eine Baureserve von... Kann ich auch Shift drücken? Nee. Knappen 200. So. Und dann kann er hier seine Bögen bauen. Und dann werden die Bögen hier weiter ausgebaut. Gut, dann checken wir nochmal, wie es da aussieht. Also, es gibt momentan keine Söldner. Ja, okay, easy. Gut. Dann sind wir da auch fertig. Militär haben wir auch geprüft. Dann können wir uns jetzt hoffentlich um Nördbrand kümmern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch dieses Regionenkonzept und den verschiedenen Städten, ich habe selten
selten ein Spiel erlebt, welches so einfach aussieht, wirklich so unglaublich einfach, einfach nur ein paar Häuser bauen, ein bisschen was produzieren und dann ist easy going eigentlich. Aber dadurch, dass du das Ganze 1, 2, 3, 4 Mal machst und das auch immer anders aussieht und immer anders funktioniert, ist das echt spannend. Ja, du hast in jeder Stadt hast du andere Probleme, obwohl es eigentlich ein so einfaches Spiel ist. Das ist wirklich, wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen und ein Abo und kräftig angucken, klicken, am besten durchlaufen lassen. Das entscheidet immer darum, ob der Algorithmus mich mag oder nicht. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.